Hallihalloha, Löchen, ihr Käseliebhaber und Freizeitmasochisten. Wie geht es euch? Wie geht es euch? Ja, wie geht es euch, heißt das, ja? Ja. Ja. Das ist. Ich glaube, das ist righty-right, Mr. Sir. Ja. Wie gesagt, das ist der neunte Teil meiner wunderbaren Serie LOL-Tagebuch, in dem ich Aufzeichnungen darüber mache, wie gut ich vorankomme mit meinem Projekt an Elo-Climbing, also Elo-Climbing zu betreiben. Mit dem System One-Trick-Pony-mäßig, also nicht richtig One-Trick-Pony-mäßig, ich werde gleich nochmal ein paar Einschränkungen treffen, mich zu climben. Mich in der Dynamic Queue angemeldet. Das war ein Gen übrigens. Es tut mir leid. In der Dynamic Queue angemeldet. Angemeldet mit Top und Midlane jetzt. Wie gesehen, oder wie in den letzten paar Folgen rausgenommen, habe ich aufgehört, Nidalee zu spielen. Ich wollte nochmal näher darauf eingehen. Und zwar, es ist nicht so, dass Nidalee unspielbar ist. Es ist nur so, dass ich Nidalee. Dass ich Nidalee einfach für mein Skill Cap, also den Skill, den ich selber besitze, ist einfach zu low, um Nidalee zu spielen. Also ein guter Spieler, in den Händen eines guten Spielers, ist dieser Charakter easy peasy lemon squeezy. Das ist ein Free Elo Win einfach. Aber ich bin halt ein Lurch. Und ich krieg das nicht hin, die so zu spielen, wie sie hätte gespielt werden müssen. Oh! Aurelion Sol habe ich auch noch nicht gesehen. Ich nenne ihn, glaube ich, Sol einfach. Oder Sol, so wie das Sol-Ei. Sol heißt er, glaube ich, auch. Worauf ich auf jeden Fall hinaus möchte, ich werde einen neuen Charakter One-Trick-Pony-mäßig spielen. In den letzten habe ich ja so ein bisschen übergangsweise was gemacht. Damit habe ich übrigens gerechnet. Den Charakter, den ich spiele, ist eigentlich, glaube ich, relativ gut gegen LeBlanc. LeBlanke. Ich habe One-Trick-Pony-mäßig einen Charakter mir jetzt ausgesucht, den ich spielen werde, den ich extrem stark momentan finde. Der leider meiner Meinung nach komplett unterschätzt ist. Ich habe mir die Runen jetzt extra zusammengeholt, weil die Person, also ist es ein Weibchen, jetzt, wenn wir das festhalten, eine weiblichen Charakter. Ein weiblicher Charakter. Da braucht man spezielle Runen für und ihr habt Wetten, also ich könnte wetten, dass ihr nicht wisst, welcher Charakter es ist. Und zwar genau, es ist Kylie. ja, ich spiele Kylie. Also wie gemerkt, ich nenne sie immer Kylie. Heißt wahrscheinlich Kale oder Kyle oder Kale Reno, KK oder so. Ich werde sie aber Kale nennen einfach. Oder Kylie. Ich werde sie ja wahrscheinlich Kylie nennen, weil ich nenne sie immer Kylie. Ist halt einfach so. Ich habe mir das angewöhnt. Und es ist halt einfach so. Ich würde sie Kylie nennen. Und ich habe ein paar Games mit der auf meinem Main gemacht. Das Lustige ist, ich habe mich übrigens mit der zwei Lie Siege straight in die Promo für Silber 1. Ich bin für die Promo, ich war Silber 2. Also ich bin auf meinem Main bedauerlicherweise auch noch nicht so weit. In die Promo für Silber 1 gespielt. Hab ein Game mit der gemacht in der Promo. Ich hatte schon eins geschenkt, weil ich die letzte Promo verkackt habe. Und hab mit der Insta gewonnen einfach. Ich habe bis jetzt mit der auf meinem Main drei Spiele gemacht und alle drei knallhart gewonnen. Ich nehme Teleport, weil ich glaube nicht, dass ich LeBlanc knatzen kann. Der Vorteil ist, was ich habe, ich habe ab Level 3 frühestens, also das ist die Skill-Reihenfolge bei mir, habe ich einen Heal, was mir hilft, weil LeBlanc early halt out-traden muss, also die muss mich traden und ab 6 habe ich einfach den Vorteil, dass ich mich ultien kann. So, dann frisst die ein paar Auto-Attacks, ich ulti mich. Ja, und dann macht die halt keinen Schaden. Also ich finde, ich muss die Matchups natürlich noch üben, aber ich werde Kylie Top und Bot, also Mitte und Top spielen. Ich habe übrigens mit meinem Smurf, also ich habe einen Streaming-Smurf, also ich habe einen Main-Account, einen Streaming-Smurf und einen YouTube-Smurf. Und mein Streaming-Smurf ist auch gleichzeitig der Smurf, den ich halt immer benutze, wenn ich Bock habe, irgendwie nicht ernst zu spielen.
Also ich habe auf meinem Main wirklich Tryhard-Modus, da geht mir die Pumpe und alles. Bisschen, ich finde das auch ein bisschen ungesund eigentlich. Auf jeden Fall relativ egal alles. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich anfange jetzt zu tryharden. Ich will übrigens noch mal kurz darauf eingehen, was ich halt als Regelung, also die Regeln werde ich noch unten festsetzen, glaube ich, in der Beschreibung. Ich werde zwei Regeln machen. Ich werde so viele verschiedene Charaktere spielen, wie ich in Divis also in Ligen bin. Das heißt, wenn ich Silber bin, werde ich exakt zwei Charaktere spielen. Nur zwei Charaktere spielen. Bin ich in Dings, in Gold, werde ich drei Charaktere spielen. Also etc. Und das geht dann weiter in Challenger, ich weiß gar nicht. Vier, dann vier in Platin. 5 in Diamant, 6 in Master, 7 in Challenger. Und nichts anderes sollte unser Ziel sein. Nichts anderes sollte unser Ziel sein. Challenger sollte unser Ziel sein. Ja, gut. Ah, okay, so. Ich habe eine Sache herausgefunden. Midlane. Also, so ein paar Sachen. Man guckt ja immer so ein bisschen so rum, was die Charaktere können und. Und versucht halt so ein bisschen zu überblicken, was so die Stärken des Charakters ist, die man sich gerade gewählt hat. Und ich habe das Gefühl, also ich habe die ja schon ein bisschen gespielt. Mein Gefühl ist zwei Sachen. Late Game ist die komplett broken, meiner Meinung nach. Meine Autotext sind stärker, Bitch. Der Push ist sehr stark. Nummer 1. Nummer 2, ich habe einen Heal auf der Lane. Nummer 3, Late Game Beast. Also ich habe. Bin mir nicht sicher, aber momentan. War nicht gut. Weil ich habe zu heftig getradet. Und das große Problem ist, was ich natürlich auch immer bedenken muss. Sie hat Ignite. Ich sollte mich nicht so offen engagen lassen. Nicht schlecht von ihr, dass sie immer reintradet, wenn ich mein E gerade ausgelaufen habe. Ich bin auch nicht viel besser als sie. Aber ich habe mehr Leben.
mich auch ein bisschen mit Builds beschäftigt. Bin eigentlich immer auf dem gleichen Build gefahren. Hab noch ein Alternativbild von jemandem gesagt bekommen. Bin ich aber nicht so begeistert von gewesen. Und fahre jetzt wahrscheinlich immer das gleiche ein und. Scheiße. Nichts gewastet. Der ist Level 3. Ich hätte ihm das schreiben sollen. Lol. Nice. Nice, man sollte immer sein Team loben. Ah, scheiße. Oh, best lasted in EU West. Wichtig ist, was man halt sich merken sollte. Die KI skaliert auf zwei Sachen extrem krass. Meiner Meinung nach. Erstens, Abklingzeit und zweitens Attack Speed. Muss gegen die klarkommen. Das Problem ist nämlich, das ist so ein Pick, den ich als nicht so stark sehe. Der Vorteil ist nämlich, nein. Ich hätte das gekriegt, wenn die. Ah, oh, fuck, ich glaube, ich habe auch nicht gehealt. Das war mein Fehler. Ich hätte die, glaube ich, gekriegt, wenn zwei Sachen passiert wären. Erstens hätte ich. Also, früher Flashen wäre, glaube ich, nicht worth gewesen. Das, was ich meine, ist. Ich hätte zwei Sachen machen müssen. Erstens hätte ich gehealt. Also, ich glaube, ich hatte Heal auf jeden Fall ab. Ich hätte healen müssen. Punkt 1. Punkt 2. Hätte ich länger überlegt. Die zweite Tower Shot, sie hätte hundertprozentig wieder gestorben. Die hat nämlich bestimmt dieses Dings drin, wenn einer stirbt, dann kriegt sie so und so viel Ma Leben prozentual und Mana wieder zurück. Und das ist genau das, was mir das Kreuz gebrochen hat. Und unter anderem, dass ich. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch meine Ulti? Ich habe mich so konzentriert auf den Flash. Die will bestimmt in die Backline springen.
Ich glaube, ich habe nur einmal mehr reingesetzt in W, weil ich glaube, dass ich einfach effektiver mit W mich nochmal hochheilen kann. Das war scheiße. Ist der AFK in der Base oder was ist los? Das war ärgerlich, dass ich nicht hinterher kam. Ja, das ist halt. Oh fuck, das ist meine Flasche gewesen. Ja, das ist halt echt scheiße. Nice. Also das ist Müll. Wirklich Müll. Also AFK zu gehen und dann auch noch nicht zu schreiben, so. Es gibt manchmal Gründe, da kann man AFK gehen. Keine Ahnung, Hamsterverstopfung oder so. Muss ganz dringend zum Tierarzt oder in die Tierklinik oder so ein Scheiß. Aber einfach AFK zu gehen, ohne ein Wort zu sagen, das ist halt scheiße. Also das ist wirklich Müll. Ist zumindest besser als, keine Ahnung, ich hab Verstopfung. Ja. Und einfach auf Klo zu gehen oder so. So, das wird mein erster Lose mit Kyle, mit Kaylee. Nach meinem Neuanfang wieder. Also von League of Legends. Und das auf meinem YouTube-Ding. Ja, der Heal ist halt easy. Haha. Wichtige war einfach, dass ich den Tower Tank, ich hätte mir jederzeit Ulti geben können. Bis auf den einen Missplay, wo ich gegen LeBlanc gestorben bin, den ich hätte meiner Meinung nach, ich kann mir das nochmal angucken später, ob ich wirklich, also ob ich irgendwie hätte was irgendwas machen können. Oh, lol. Oh, das war dämlich.
Ich glaube, das Game ist durch. Ah, das ist nicht so nice. Ich bin über meine Last-Leistung nicht so hundertprozentig zufrieden, war aber nicht so schlecht. Also man muss jetzt mal gucken, was man. Der erste, also der Tod gegen LeBlanc war halt total. Also der war halt echt scheiße. Also das war halt. Ist halt Müll. Ich open, also mit open ist halt für mich, könnt ihr mich mal. Ohne Witz. Der hat das von sich alleine bestimmt. So. Don't listen to Alistair. We don't open. Alistair, because yes. Das ist ein richtiges trauriges Spiel. Das ist ein richtiges. Das ist meiner Meinung nach das Schönste daran ist einfach, ich glaube, da so wird es weitergehen, weil das ist halt so, die Leute sind halt durch ihre eigene Elo enttäuscht und dann denken sie, wenn sie halt irgendwie, keine Ahnung, wenn einer AFK geht, dann ist das Spiel ungewinnbar. Das ist nicht der Fall. Man kann auch gewinnen, auch wenn einer AFK ist. Ich habe schon Dutzend Spiele gehabt, wo es halt genau der Fall ist. Die könnten einfach spielen. Dann könnten wir mal gucken, was draus wird. Und wenn wir dann ein gutes und knappes Match geliefert haben, dann haben wir halt ein cooles und knappes Match gespielt. Und dann kann man am Ende sagen, jo, geil. Aber im Endeffekt sind das jetzt nur kleine weinende Verlierer. Also gucken sich die heroischen Helden im Kino an. Der Soldat James Ryan, wo irgendwie 5 Mann als Guerillatrupp durch Deutschland und Frankreich marschiert, um diesen einen Soldaten wiederzuholen, dessen Brüder alle im Krieg gedings sind, und als Mahnmal darzustellen. Betteln, dass sie auch mal so cool sind. Und wenn sie dann aber in so einem Game sind, sind sie kleine weinende Mädchen, so. Nein! Wir können das zu viert nicht schaffen. Nein, aber 300 ist so ein cooler Film, wo sich 300 Männer dahinstellen und versuchen, irgendeine krasse Aktion zu liefern. In totaler Unterzahl. Ah. Ich glaube, jemand hat das Report-System nicht so ganz verstanden. Ich möchte ganz kurz anmerken, also falls sich jemand mit dem Tribunal auseinandergesetzt hat, Riot hatte ganz am Anfang ein System, was auf Spielern basierte. Das heißt, wenn ich jetzt so, ich war
bla bla bla, irgendwie. Ich habe, das reichte, glaube ich, ein 30er-Account. Du hattest einen 30er-Account? Es reicht ein 30er-Account. Und man hat Folgendes bekommen: Man hat, man konnte die Mög hatte die Möglichkeit, so Tribunalfälle. Also Leute wurden mehrfach reportet. Dann kam dieses Tribunalsystem zum Greifen. Und man hat dann als Spieler hatte man dann die Chance, diese Fälle zu betrachten. Hatte dann so einen Chat und Statistiken und alles Mögliche bekommen. Also aus dem Spiel, was man jetzt so in der Statistik sehen kann, also sogar noch ein bisschen weniger. Darunter war zum Beispiel halt, wie oft sind die gestorben, also aus welchem Team wurden die Leute reported, oder von welchem Team wurden die reported, vom eigenen oder vom Gegnerteam. Dann kam noch hinzu, dass Geld und alles genommen wurde. Also, dass halt alles geguckt wurde. Dass man halt auch Feeder oder Intentional Feeding sehen konnte. Dann gab es halt noch ein paar coole Features. Man hat den kompletten Chat, also den Vor-Chat gesehen. Ja, der ist zu fett. Der hätte mich eigentlich engagen können. Also ich hätte Ulti, da wäre das ein bisschen knapper geworden. Ah, fuck, ich bin falsch angeklickt. Ja, und dann konnte man halt reporten. Der Vorteil war, Flaming hat man super easy erkannt. Es reichte bereits, wenn da stand Noob oder sowas. Die haben jetzt ein anderes System eingeführt, und zwar, dass es mehr mechanisch ist. Das heißt also, du hast die Chance, wenn du reported wirst, und es gibt so, ich glaube, Keywords, sowas wie Noob und Retard und sowas. Und wenn man das in Chat schreibt, dann wird es halt einfacher. Der Vorteil ist also zwei Sachen, die halt sehr, sehr einfach sind. Man kann super schnell erkennen, wenn jemand das Wort Noob schreibt, dass derjenige halt schuld ist. Und ich sag mal so, jetzt rein theoretisch, ihr müsst euch mal immer in die Lage versetzen, von einem Report, also von einem Spiel, wo man reportet wird. Wenn mich jetzt einer reportet oder ein System mich erkennt, dann wird der folgende Wörter sehen: We don't open mit ist Graves AFK. Das sind Wörter, die man erkennen wird. Okay, das sind. Oh, Scheiße. Oh, lol. Wenn der auf mich gegangen wäre, anstatt auf den Tower, dann hätte er mich noch bekommen. Jetzt werden die folgenden Sachen bei mir sehen: We don't open mit. Ist Graves AFK. Und einen Shugat, der mir geschrieben hat. Are you a fucking Noob oder sowas? Keine Ahnung. Oh, lol. Den hätte ich ultien können, wenn der in Range gewesen wäre. Ich habe R-Taste gespammt. Ja, man muss. Also, das ist halt immer so. Die können mich reporten. Kein Ding. Soll der mich reporten ohne Ende? Hilft halt nur nix. Wenn du ein Spieler bist, der normal auffällt, das ist halt. Darum bin ich auch der Meinung, ich habe nie geflamed, weil selbst wenn ich ein Toxic Game hatte, habe ich die nicht beschimpft, die Leute. Das bringt auch gar nichts, Leute zu beschimpfen. Wer ist als nächstes dran?
Ich war halt sehr, sehr passiv-aggressiv, so. Hab so Sachen gesagt, keine. Oh, wow, der spielt voll Damage, der Garen. Okay. Erklärt vielleicht auch, warum der so oft so schnetzelt. Ich muss ein bisschen. Fuck. Ich hatte ein bisschen den Alistair im Auge. Man hat gesehen, dass ich ja hinten um den so ein bisschen rumgekurvt bin. Bisschen um den rumgekurvt bin, weil ich gedacht habe, dass sie da hinspringt. Da Rick, zurückzuporten, wo er sich zurückgeportet hat, ist entweder Intentional Feeding, weil er das halt absichtlich gemacht hat, weil er wusste, dass sie da ist, oder es war halt ein Move, der für seine Division spricht. Okay, das ist die. Oh, das ist ja disgusting. Ich kann ihn nicht besiegen, der ist zu dick. Schmelzen. Diese, die dicken Dinger haben ja noch mal ein bisschen extra Rüstung. Ich weiß gar nicht, wie viel. Sieht man an der LeBlanc. Also ich habe, es gibt immer ein Zeichen, wie gut eine LeBlanc ist. Und zwar sind das zwei Sachen. Eine gute LeBlanc hat guten Farm und gute Stats. Eine schlechte LeBlanc hat einfach gute Stats und eine, also eine gute Stats und schlechte Farm, und ich habe sie halt um 100 ausgefarmt. Man kann jetzt sagen, ja, du hast so die ganze Zeit nur gefarmt. Ja, natürlich kann man das sagen. Man muss aber auch einfach mal sehen, dass die LeBlanc einfach auch auf Sidewaves gehen könnte und die sich einfach snacken könnte. Ja, ich hatte schon Ulti ready. Ja. Oh, lol. Bisschen übertrieben. Gegner kosten das auch aus, dass sie so hart gewinnen. Ich mache jetzt nochmal FF, weil das ist halt, das nutzt halt nichts. Also jetzt, wir haben drei Inhibitoren zerstört und haben nur noch einen Nexus, und die Gegner zögern halt nur noch Zeit raus. Und ich habe schon so schöne Dings, so schöne, so eine schöne Stat. Einfach mit 262 Farb in 29 Minuten. Also LCS-Niveau. Das ist halt, wenn wir mal ein normales Game hätten, hätte ich es euch zeigen können, aber man sieht, wie ich die großen, selbst diese großen Viecher sind halt, wie ich die komplett wegschreddere einfach. Da. Guck mal, LeBlanc ist kein Problem. LeBlanke. LeBlanke ist kein Problem.
Ich bin eh so ein Typ, ich spiele gerne so Support-Midlaner. Also Sachen, die ich zum Beispiel sehr, sehr gut, also sehr, sehr gerne spiele, ist halt Karma. Kylie fällt ja auf. Oh, lol. Okay, das ist. Also, das war kein schlechter Schuss, muss man jetzt ehrlich sagen. Nice gemacht. Ist egal. Also, wie gesehen, es ist halt. Ich habe drei Items: Shreddere, LeBlanc ohne Probleme. LeBlanc stand 6-2-8 zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte 100 Farm mehr, weil ich einfach gefarmt habe. Und das ist genau das, was ich meine. Die Stärke von Kylie, die ich halt so extrem geil finde und warum ich die halt spielen möchte. Ohne Probleme lag ich mega behind in den Stats. Solange man zwei, drei Items hat, ist das Game einfach gewonnen. Das ist total easy. Ja, sieht jetzt nicht so pralle aus mit den Stats, aber. Zehn sieben. Also an Dings. Ich hätte mehr als gegnerischer Dings und Dings. Und die LeBlanc hatte 300 Gold mehr als ich und hat nichts gegen mich gemacht. Ist halt selber irgendwann weggeflasht. Hat realisiert, dass sie keine Chance hat. Total geil. Also der Champion gefällt mir mega. Ärgerlich, dass wir jetzt verloren haben. Kann man nichts machen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine flauschige Woche. Einen schönen Tag noch, bis die Tage dann. Tschüsskowski.